Jana, Alter. Ey, ich habe so lange gebaut und ich bin einfach echt scared. Aber ich habe auch richtig Bock auf diesen Spieltag, ne? Holy shit. Warte. Bist du da, Jana? Hallo? Warte, ich bin gleich da, Sorry, Urlaub und so. Sorry. Worum geht's? Dein Ernst? Ich hab mir hier den Arsch aufgerissen und hab das ganze Teambuilding alleine gemacht und du kommst einfach nicht? Ich bin doch jetzt da. Chill. Okay, ich hab auch mal was, Urlaub. Alter, was soll das denn? Und damit, hallo und herzlich willkommen zur TPL Season 1 Spieltag 11. Und damit das möglicherweise Finale. Vielleicht. Ganz, ganz gut. Vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht sehen so. Wir auch jetzt ein letztes Mal. Wir sehen ein letztes Mal diese 12 Pokémon. Ja. Weil. Wenn wir es schaffen, dann kommt der Rückrundendraft. Wenn nicht, dann ist eh alles vorbei. Also. Ein letztes Mal gucken wir drauf und nehmen Abschied. Und. Die Ninja. Ohne Ninja. Du warst ein tolles Team. Ja. Und gucken uns jetzt das Gegnerteam an, welches Krikasoist von Franklin und Rudy ist. Natürlich wieder eingeblendet, ne? Man kennt ihn, ihn. Was sehen wir? Restadero. So. Kein Bock auf Restadero. Alles klar. Dann mache ich mal deren Kala-Vorstellung. Also, Robin wird diesen Spieltag ein bisschen mehr übernehmen. Ich war nur beim Kampf dabei. Das Teambuilding habe ich ihm überlassen, weil ich im Urlaub bin. Ich bin gerade mitten in Kroatien in einem Zimmer abgeschlossen und nehme gerade auf, weil wir das in ein paar Stunden hochladen wollen. Ja. Wird richtig geil. Also, Helucha ist threatening, weil. Ja. Es ist. Es ist halt Rastadero. Das ist einfach threatening. Ja. Dann haben die noch Servolt dazu, was halt Helucha boostet. So. Mhm. Und generell auch okay ist gegen uns. Patinaraja ist. Ziemlich scary, vor allem weil sie einfach das beste Giga haben. Danke. Danke für Lapras. Hm. Das macht halt einfach echt viel Schaden. Also richtig viel. Dann Barikadax. Fuck, das tötet alles. Also halt alles. Ja. Mit Guts tötet das halt alles. Das ist fucking scary. Dann Mantax. Wir haben Probleme gegen Mantax, ziemlich harte Probleme. Einfach, weil das unser Tutor-Ball ist. Und dann haben wir unsere klassische Feuerschwäche in unserem Team, deswegen gibt's auch Amphira, ne? Dann, Amphira, auch kacke. Es ist tatsächlich schneller als unser Sneebel. Halucha übrigens auch. Solche Drecksviecher. Also hier haben wir nur die wäre schneller. Also hier hat Robin auch und ein bisschen mit dem. Hier hat halt Robin auch noch ein bisschen mit dem Speed gestruggelt. Ja. Die haben nicht die besten Speed-Tiers, muss man sagen. Aber die haben gegen uns sehr gute Speed-Werte, weil die Sachen, wo wir eigentlich wollen, dass sie schneller sind, sind halt nicht schneller. Also Sneeble ist nicht schneller, Rotom ist zum Beispiel nicht schneller als Barrikadax oder Servol. Das ist halt echt ätzend. Ja. Dann Xanaconda, es ist ein Ground-Type, der Rocks legen kann. Ja, dachten uns halt, falls sie Hellsat spielen, gibt es bessere Alternativen. Wir haben es jetzt nicht krass gesehen, aber wir dachten uns halt, ja, vielleicht nehmen sie eine Immunity mit gegen Rotom, was ich nicht glaube, weil sie halt einen Blitzer mit Volt Absorb haben. Was? Das heißt es gegen uns, weil es auch schneller ist als unser Bundlebee, was halt richtig nervt. Dann Slurpuff. Das war auch fair. Also, wir wollen das ganz gut. Aber wenn das einmal richtig gut setupt, das nehmen zwei Pokémon mit. Ich sag so, wie es ist. Dann Serena. War okay gegen uns, I guess. Also, das wollten die, hatte ich im Teambuilding gesehen, wenn sie es mitnehmen, entweder defensiv haben, was I guess ganz nice gegen uns ist, oder irgendwie Choicen, entweder Band oder Scarf.
Scarf werden die schneller als Bundlebee und Sneeble kann ihn nicht mit einer Prio rausnehmen, wegen deren Fähigkeit. Und die kann Spin. Spin ist immer nervig. Dann Passadur, oder wie das heißt, Ferroseed. Ja, ja. Das hängt halt scheiße viel, ne? Ich weiß. Also. Aber da dachte ich mir halt auch, das kommt nicht mit, weil ich glaube, Panaraj und Serena war eine bessere Kombi da. Ja, dachte ich mir auch so. Obwohl halt Spikes immer nervig sind. Hm. Blitzer ist halt scheiße schnell. Aber ich wusste nicht, ob es mitkommt. Es war okay gegen uns, glaube ich. Aber Rehornia wollte es halt komplett. Und wir waren noch nicht mal speziell defensiv, wir waren komplett first left und das wollte es trotzdem. Zu 100%. So. Hm. Dann Hatrim oder die vorhin Primano heißt es, glaube ich. Primano, genau. Das kann man erstens nicht mit Ferroseed spielen. Das ist halt nicht so nice. Also, das habe ich nicht gesehen. Same so. Muss ich sagen. Aber ich hatte keine so richtige Prediction, was sie mitnehmen. Sie konnten eigentlich sehr vieles mitnehmen. Mhm. Und weil viele Sachen ziemlich threatening sind. Deswegen kommen wir einfach dazu, was sie mitnehmen. Ja. Nämlich sehen wir jetzt hier kein Halucha, aber wir sehen ihr Giga, wir sehen Barrikadax, Serena, Amphira, Mantax und Blitzer. Ja. Und ihr seht bei uns... Es ist ein ziemlich gutes Team gegen uns. So. Ich sage, was unsere Prios sind in diesem Kampf. Also, Mantax muss irgendwie weg. Mantax ist so unfassbar threatening, das ist insane. Also, dafür sind halt Rocks nice. Wir wollen das mit Typ 0 toxicen, wir wollen einfach irgendwie das Ding crippeln. Mhm. Weil, jetzt kommen wir zu unseren Sets, fangen wir links an, oder nee, einfach drunter und drüber. Ja. Sneeble ist ein normales Sneeble, einfach mit Life Orb und Naprio. Icicle Crash, Naprio, Low Kick und Knockoff natürlich. Mhm. Also ganz normal. Wir können übrigens Adamant spielen, weil die das nächstschnellste Mon ist dann Barrikadax. Und Barrikadax outspeeden wir auch mit Adamant. Ist ziemlich geil, muss man sagen. Dann Kramor. Ich gehe jetzt einfach random durch. Kramor war ein Spätzdev-Wall, weil wir irgendeine Spätzdev-Wall hatten. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich hätte lieber Type 0 die Spätzdev-Wall machen sollen. Weil das dann irgendwie gegen Amphira oder Blitzer ist es halt besser. So. Weil das halt Kramor wird halt von den beiden sehr effektiv getroffen und das halt nicht gut. Also, das Kramor war spätzdefensiv. Übrigens, kurzer Flex, es hätte einen plus 2 CC von der Lucha getankt. Wollte ich nur erwähnen, ich find's einfach sehr geil. Type 0, wie schon gesagt, bis der Wall mit Double Edge diesmal, damit es ein bisschen Schaden macht. Deswegen. Ich hab mir so viel gegen das Lucha gepreppt. Würde halt Lucha 50% machen. Ich habe nicht gegen viel anderes Zeug gekalkt und habe die Kalks nicht mehr im Kopf, aber das ist ziemlich geil. Also, das ist gegen das, das nimmt halt, das wird halt getourtet von Barrikadax. Das ist halt gar nicht gut. Ja. Warum sehe ich gerade nicht mehr deinen Stream? Eigentlich nicht. Egal. Nein, der ist pausiert. Egal. Jetzt? Jetzt läuft er wieder. Alles perfekt. Super. Technische Schwierigkeiten. So, dann Rhyperior, eine Fist Death Wall. Das ist ziemlich gut gegen die, weil das von allen möglichen Ecken was tankt. Also das tankt halt wirklich alles. Das Einzige, was eine gute Chance hat zu Oakhorn, ich glaube, Mantax hat eine Chance zu Oakhorn, aber ist nicht mal safe und wir sind Fist Death. Jedenfalls, defensives Mantax. Und Serena hat, glaube ich, eine 6%ige Chance mit Power Whip zu KO'en. Wenn es nicht Damage Boosted ist. Ja, wenn es nicht Damage Boosted ist. Hm.
So. Und dann Rotom war einfach Specs, weil wenn Rotom drin ist und wir richtig glücken, claimen wir einen Kill. Mhm. Also, da claimen wir einfach einen Kill. So. Ja. Na, das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Dann, und dann noch Turtok. Turtok war diesmal Ausbruch. So. Ja. Jetzt werdet ihr euch denken, das sieht ja ziemlich nice aus. Außer Mantax. Weil Mantax hat erst Phase, wir machen Mantax keinen Schaden. Also null. Ich will anmerken, wir haben ein spezielles Turtok und mit einem physischen hätten wir probably mehr Schaden gemacht. Jedoch wollte Robin unbedingt ein spezielles spielen, wir wissen beide nicht mehr warum. Doch. Fighting Moves. Warum wolltest du Fighting Moves haben? Weil ich Perikadax killen wollte. Sagen wir es so, Robin hat unlogisch gehandelt einmal. Weil du willst mit... Wie mit du meinst. Du willst also, mit Turtok kannst du... Mit Turtok auf plus 2 oder sogar plus 4 killst du Perikadax auch irgendwie anders. Nein. Der killt nicht mit Aqua-Durchstoß. Was ist außer denn? Mit Turret, aber wir wollen nicht auf Turret-Range kommen. So, also, ich glaube, ich habe alle Sets, wir können den Kampf starten. Ja. Was war unser Lead? Unser Lead war, glaube ich, Type 0 oder Kramor. Ich glaube, war es Type 0 gegen Barrikadax? Ja, es war Type 0 gegen Barrikadax. So. Da sehen wir Type 0, da sehen wir Barrika. Ich habe es auch ein bisschen langsamer gestellt, wir lassen uns durchlaufen. Hier war jetzt erstmal die Frage, drücken wir Toxic, wechseln wir raus. Wir sind rausgewechselt, weil wir keinen Bock auf den Knockoff hatten. Die kriegen jetzt halt einen Knockoff raus. Flex gerade hart bei mir. I'm sorry. Alles gut, ich habe nur gesagt, die kriegen jetzt ihren Knockoff raus. Die kriegen jetzt ihren Knockoff raus. Wir haben uns halt gedacht, okay, gucken, jetzt kriegen sie wahrscheinlich Flame Orb raus, wenn sie überhaupt Flame Orb spielen. Spielen sie tatsächlich. Yay. Ist halt so ein bisschen doof, macht hier, halt mehr Damage. Hier wussten wir übrigens, dass sie Jolly sind. Ja, hier wussten wir, dass sie Jolly sind am Schaden. Die sind dann halt rausgeswitcht, was wir halt uns dachten, da wir einen Body Press Safe rausbekommen hätten. Was wir jetzt auch machen. Und es crittet sogar und deswegen kriegen wir das Jolt hier ein bisschen mehr runter. Fanden wir ganz interessant. Im Nachhinein wissen wir nicht, ob es gemeldet hat, aber es war ein schöner Crit, so ein bisschen mehr Schaden geht immer. Ja. Daran konnten wir uns auch erkennen, dass sie nicht defensiv sind. Wer hätte es erwartet? Wir gehen auf Rhyperior, weil wir gesehen haben, okay, das hat kein Grass Knot, das hat keine Water-Type-Attack. Das Einzige, wovor wir jetzt Angst hatten, dass er jetzt Rain Dance headet, damit er danach mit einem Weatherball uns rausnehmen kann. Weil das wäre ziemlich crazy. Wir dachten uns halt auch, Rain Dance würde auch vielleicht Mantax nochmal ein bisschen helfen, aber wir gucken, was sie also machen. Die drücken einfach nochmal Thunderbolt, wie immune. Beste Entscheidung für uns so in dem Fall. Glück gehabt. So, sie gehen raus aus Serena. Ja. Und was haben wir gedrückt? Ich glaube, das war Thunder Punch oder was Ice Punch. Oder was EQ. Wir haben die Stealth Rocks erstmal rausgeholt. Es war Rotten Rocks. Das war eigentlich ziemlich gut. Ja. So, dann sind wir rausgegangen auf Rotom. Und wir sagten, Rotom ist der Switch-In. Die gehen tatsächlich jetzt hier auf U-Turn. Und wir sehen, es ist ein Adamant. Ne? Ja. Das war aber die hatten auch keinen Grund, nicht Adamant zu spielen. Ja. Also. Kamen sie in Barrikadax rein? Barrikadax würde halt mit Fassade würde es halt komplett rausnehmen. Deswegen müssen wir raus, weil wir Rotom noch brauchen. Also gehen wir in Rhyperior. Und das macht mit. Das drückt Knock-Off, wo wir uns dachten, hätten drin bleiben können. Aber wir konnten das halt nicht predikten, ne? Wir wollten halt nicht. Knock-Off. Weiß gerade nicht, ob Knock-Off gekillt hätte. Hätte auf jeden Fall Arschbildschaden gemacht. Erstens das und zweitens hätten wir unseren Specs verloren, was auch ein bisschen doof wäre. Ja. Deswegen sind wir jetzt hier auf Rhyperior gegangen und Rhyperior ist. Hängt das halt wie nicht so physisch. Gehen auf Serena raus und wir haben jetzt uns hier gedacht, dass wir Ice Punch drücken. Glaube ich auch, ne? Ja. Damit kriegen wir das Serena weiter runter. Pause. Ja, so. Und jetzt gab es halt. Alles zerstört. Nee, jetzt gab es halt die Entscheidung, okay, was macht das Serena? Gehen die raus? Dann wollen wir auch rausgehen. Also die Frage war jetzt, drücken die ihren
Grass-Type-Move, weil da müssten wir rausgehen. Wenn nicht, bleiben wir drin. Und ja. Robin hat gegambelt. Wir sind jetzt auf Thunder Punch gegangen, glaube ich. Weil wir uns dachten. Ja, ich glaube auch. Also wir sind auf Thunder Punch gegangen aus dem Grund, dass wir uns dachten, wenn die jetzt U-Turn drücken, dann gehen sie wahrscheinlich im Mantax. Und wenn wir Mantax mit einem Thunder Punch treffen, GG. Ja. Dann wären wir halt in so einer guten Situation. Aber. Die gehen auf Copper. Das ist. War okay. Nicht so geil. Der Thunder Punch macht trotzdem viel. Wir zeigen jetzt, dass wir den dabei haben. Die Dynamax. 69%. Wir sind trotzdem Götter. Die holen halt den Steel Spike raus. Und wir überleben das. Und wir kriegen sie halt low. Das ist halt ganz geil. Wir haben uns jetzt aber gedacht, wir bringen das Ding um, weil die hätten halt eh nichts gemacht. Also es hätten eh nichts mehr gemacht. Es wäre durch die Steel Spikes gestorben. Und ja. Dieser Move war sehr gut von denen. Der Move von denen war sehr gut, weil wir hatten jetzt Angst. Hier Max Flair gedrückt haben. Also erst. Das war sehr wichtig. Haben sie potenziell Weather Ball auf Jolteon, kann es jetzt ein Fire-Type-Move. Amphira wird geboostet, jede andere Feuerattacke wird geboostet, Turtok wird geschwächt. Insgesamt und ist es für die besser. Roton gewinnt nicht so viel dadurch, weil Mantax halt gerade mal 50% durch einen Overheat nimmt. Ja. Und halt. Warum so dein kompletter Job für ja. Mann. Wir gehen halt trotzdem in Rotom, weil wir uns dachten, okay, claimen wir hier einen Kill, indem wir einfach Thunderbolt drücken, weil ein Specs Thunderbolt killen sollte. So. Ja. Damit offenbaren wir eigentlich, dass wir Specs sind. Okay, ne? Also, und wenn man das richtig nachkackt, sieht man, wir müssten Specs sein. So. Vor allem, weil wir hier so ballsy reingehen. Also, ich glaube, wenn wir nicht Specs sind, könnte das killen, aber du gehst nicht rein mit einer 10% Chance zu killen, das macht man nicht. Ja, und dann kommt halt Barrikadax rein und wir denken uns halt wieder nur so, ah, tschüss, Orf kommt rein, es müsste halt einen Hit gut tanken, wir haben jetzt hier auf Fassade, ne, wir haben hier auf Knockoff sogar gehofft, weil Knockoff killen könnte. Es kam die Fassade und die Fassade macht 32% mit einer Min-Roll, also ja. Waren wir... Es war eine schlechte Roll, die killen uns. Die killen uns halt. So, wir haben uns halt gedacht, okay, vielleicht bleiben wir drin, vielleicht drücken die was anderes. Die haben Fire Punch für uns dabei. Okay. Die hätten uns auch mit Fassade gekillt, aber sie haben Fire Punch dabei. Wir gehen jetzt hier, glaube ich, auf Sneebel und drücken ja. Low Kick. Ja. Jetzt kommt das Celeste rein, klar. Und hätten wir das hier predicted? Ja. Mit Knockoff hätten wir das übrigens aus dem Leben genommen. Und einfach weil ich sehr ballsy war und diesmal Robin überredet habe, bin ich jetzt einfach auf Knockoff gegangen. Ja. Und was kam? Der Substitute. Dann wir sind Götter. So, jetzt. Die Frage ist, was tun sie jetzt? Die drücken. Auf Delegaten hier gehen wäre nicht klug, weil sie sind schneller als wir. Wir denken halt, also wir sind jetzt einmal drin geblieben. Wir sind jetzt vom Flamethrower ausgegangen. Ja. Und deswegen gehen wir raus auf Rotom? Ja. Ja, und der Flamethrower kommt, der Flamethrower macht wenig Damage und jetzt denkt sich Robin nur so, aua. Wir dürfen nicht drin bleiben. Ja. Aber dann. Also, jetzt kam die eine Diskussion. Wir kennen uns mit Sludge Wave. Wir kennen uns mit Sludge Wave, aber wir hatten eine halbe Stunde Diskussion gefühlt. Also wir haben jetzt erstmal gesagt, die kriegen mit Sludge Wave, aber wir drücken jetzt einmal vielleicht Thunderbolt, ne? Mal gucken, zum Abchecken, ne? So. Die protecten. Ja, die protecten. Das ist halt richtig komisch. So. Weil, haben sie hier Sludge Wave im Set, haben sie keinen Grund, Protect zu drücken. Also sie denken, wir sind Scarf. Aber, fuck. So, da wir aber nicht wussten, was deren letzter Move war, ne? Weil wir sehen hier Sub, Flamethrower, Protect. Mussten wir halt überlegen, was wir machen. Rob ist, die Diskussion ging für 15 Minuten. Und es war eine Diskussion zwischen Robin, wir wechseln raus und ich. Ist mir scheißegal, mein Kopf sagt, bleib drin, drück Thunderbolt. Ja, also das war halt ein Gamble. Und, muss man sagen. Und ratet mal, wer gewonnen hat. Der Boy, der nicht das Teambuilding gemacht hat. Wir drücken hier Thunderbolt. Und es kommt nur der Toxic und wir killen das Ding. Das ist halt...
Holy shit. Es ist gut, sie hatten aber auch wieder keine Sexual Figments dabei. Es ist halt gut, aber auch irgendwie kacke, weil Toxic ist halt so. Ja, hier kommt dann halt das Obsegun rein und wir dachten uns halt, ja, tschüss Nebel. War schön mit dir. Das war instant weg. So. Wir wollten nämlich einen Free Switch in. Wir wollten nämlich einen Free Switch in. Welches? Type 0. Okay, ich wusste nicht mehr. Type 0, glaube ich. Ja, Type 0. Knock-off kam, Evolit ist weg, egal, das Ding ist tot. Obstagoon ist weg. Es steht 3-3 gerade. Ja. Und wir haben noch Mantax am Leben. Das ist das, halt ist das Problem, halt was wir sehen. Jolteon kommt rein und wir denken uns halt hier. Ja, tschüss. Wir sollten das eigentlich leben. Problem ist, Jolteon ist hier Specs, ja. Das haben wir daran gesehen. Jolteon muss hier Specs sein. Und dann sind wir mit. Wenn die Jungs nicht Specs hätten wir gewonnen, wollte ich nur erwähnt haben. Dann sind sie hier in Rotom raus. Und wir haben halt gesagt mit Rotom, okay, was machen wir? Wir drücken eigentlich Dark Pulse, weil Thunderbolt können wir nicht drücken. Overheat ist halt kacke, wenn Mantax reinkommt. Dark Pulse könnte auch auf der Range Serena killen. Killt auf der Range Serena. Genau. Wir drücken Dark Pulse und denken uns halt, vielleicht nehmen wir das Jolteon raus, weil wir müssten hier tanken. Nein, die gehen auf Serena. Wir tanken, wir behalten das Jolteon. Okay. Wir sind jetzt auf Dark Pulse gelockt. Und sie kommen mit. Tatatata. Mantax rein. Welches übrigens Heavy Duty Boots hat. Wir drücken weiter Dark Pulse, opfern das Ding hier, weil wir uns dachten, vielleicht boosten sie sich, dann können wir denen noch eine Runde Schaden machen. Nee. Ich weiß nicht, ob das hier der Play war, muss ich sagen. Ich weiß. Blastoise kam rein und dann mussten wir halt Shell Smash drücken. Wir waren leider zu greedy, obwohl wir wussten, dass es Haze haben könnte. Nein. Und sind hier dann auf wir noch. Wir waren nicht zu greedy. Wir waren hier nicht zu greedy. Ja, okay, das war unsere eigene Win-Condition. Wir hätten hier krippen müssen, um das Ding rauszunehmen. Aber die hatten Haze halt. Sie haben Haze dabei, wir haben verloren. Ja. Wir können das jetzt halt. Wir haben jetzt hier also auch. Also, wenn wir hier in Freeze kommen, haben wir, glaube ich, noch eine Chance. Jetzt nicht mehr. Aber die Toxic Storm, das halte ich jetzt runter. Eigentlich könnte ich jetzt durchskippen, aber wir können jetzt schon mal ein bisschen reden. Ja es ist eine 2-0 Niederlage. Ich wusste eigentlich nur Rudi. Ja, nur Rudi, der hat alleine gekämpft, weil Grüße gehen raus, Franklin. Boy, wie war Fußball? Barcelona war richtig geil, ne? Also, dein Mate hat einfach Fußball geguckt, anstatt ihm im Kampf zu helfen. Ehre geht auf jeden Fall raus. So. Dann nochmal, um zu erwähnen, auch wenn wir hier gewonnen hätten, wir wären trotzdem nicht in die Playoffs gekommen. Weil unsere lieben Freunde von den Memo Tales auch gewonnen haben. Ja. Und das war ja die zweite. Also, ja. So. Letztendlich ist es egal, dass wir verloren haben. Trotzdem schade. Aber wir reißen damit noch ein Team mit in den Tod. Wir haben uns ein bisschen zu schlecht auf Obstagoon gepreppt. Aber ja. Nein, wir reißen nämlich noch ein Team mit in den Tod. Vielleicht reißen wir noch Coca-Cola in den Tod. Coca-Cola, genau. Coca-Cola oder Cool Pixie, sollten einer von den beiden verlieren, reißen wir noch mit in den Tod. Ja. Oder die müssen sich halt ein hartes Battle geben, wer von beiden. Weil Cricket ist zu 100% dabei. Memos ist zu einer großen Wahrscheinlichkeit jetzt dabei. Insgesamt, ich wollte sowieso noch mal ein bisschen. Wir machen jetzt ein kleines Fazit mäßig. Wir gehen einfach wieder zu unseren tollen TPA-Sachen, ne? Und reden jetzt ein bisschen. Also, es ist gerade 12 Uhr. Das Spiel Memos ist auch schon draußen bei uns, ne? Also, jeder von uns weiß, wie es ausging. Und deswegen können wir halt darüber so offen reden, ne? Die haben 3-0 gewonnen. Damit sieht die Tabelle zurzeit so aus. Wir sind nicht ganz fertig. Ja, ich weiß, wir sind zurzeit 9. Bedeutet. Glaube ich, 10. letzten Endes, oder? Wir sind 9. oder 10. Kommt drauf an, ob die Lazys gewinnen. Weiß man nicht, ne? So. Die können uns halt von der Differenz halt noch einholen. Ändert nichts daran, dass wir raus sind. Memos sind zurzeit, glaube ich, jetzt mit den anderen Spielen, die wir noch nicht wissen. 7. Ricke 6. Und dann halt Coca-Cola. Nee, sorry. Coca-Cola bleibt 5. glaube ich.
Oder halt, die sind jetzt dazwischen. Also, Coca-Cola und Cool Pixie sind halt die beiden. Wenn sie verlieren, zu niedrig verlieren, einer von den beiden könnte jetzt noch rausfliegen. Also eigentlich müssen die potenziell gewinnen, damit halt Mammoth rausfliegt noch. Aber Also Cricket ist safe, ne? Ricke ist safe, Mammoth kann noch rausfliegen, sollten die beiden gewinnen. Sollte einer verlieren, verliert das Team, welches verliert, oder halt das Team mit der schlechteren Differenz. Kommt drauf an, wie sie beiden spielen. Für uns ist die Reise vorbei. Für uns ist auch. Allerdings noch nicht TPL-Teaser. Ja, wir machen noch ein paar TPL-Videos, während den Playoffs auch, klar. Aber was wir sagen können, ich gehe deswegen auch in diesen Screen. Für uns ist es auch Ja. erstmal die Pause fürs Team Greninja. Ja. Genug. EPA Season 2 wird kommen. Zeit wurde uns schon gesagt, es wird vielleicht kommen. Jedoch nicht mit uns beiden als Duo. Ja, wir werden uns trennen. Wir werden uns nicht trennen. Wir werden eine Pause einlegen. Einfach Wir erstens. hassen uns jetzt. Nein. Wir haben diese Season zusammengespielt und hassen uns jetzt. Das ist der Grund. Nein, nein, nein. Ich glaube, der erste Grund war einfach, dass ich schon sehr, sehr früh in der Season Lust bekommen habe, mit einem anderen Dude auch mal ein bisschen Pokémon zu spielen, nämlich TJ. Sagt euch vielleicht sehr viel, den haben wir sehr oft hier erwähnt, mit dem ich auch die zweite Season spielen werde. Ja. Und Robin war dann halt so, ja, okay, klar, wenn ich ein Teammate finde, will ich auch mal gegen dich spielen, wenn nicht, würde ich dann halt pausieren. Ich würde sogar, wäre für Digga, mich ich halt. brauche ein Mate. Also Robin war so, fuck, ich brauche ein Mate, wenn nicht, wäre auch nicht schlimm. Ja, So, Robin geht's und aber auch ich kündige weiter. jetzt hier an. Wir, also Rudi und ich, also unser Gegner eben, werden in der zweiten Season der TBL Stall draften. Ich hasse euch. Viel Spaß, Leute, mit Stall. Ah Gott, Danke. ja. Ob Robin auch Videos machen wird, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich Es kann sein, dass ich für ihn seine Videos mache, indem er halt redet und ich einfach gemutet bleibe. Oder wir beiden halt unsere beiden Videos immer kommentieren und auf zwei verschiedenen Kanälen hochladen. Hätte ich mir auch geil vorgestellt, hatte ich auch mal im Kopf. Wir schauen mal. Nächste Woche ist Pause für alle. Also Playoffs sind nicht. Das ist der Draft. Nächste Woche ist der Draft, der Redraft. Jedoch nicht für uns. Nächste Woche gibt es einen Draft. kleinen Redraft. Draft aufnehmen? Nee, wir nehmen nicht den Redraft auf. Wir machen das anderes cool. Hatte ich dir auch schon mal erzählt. Nächste Woche kommt Ja. das erste Special-Video und dann zu den Playoffs gibt es ein kleines Mini-Projekt. Freut euch drauf. Ja. Okay. Wird geil. Also, ihr werdet von mir und Robin noch ein bisschen was hören. Nur nicht mehr als Greninja. Weil Ja, das ist leider. jetzt erstmal vorbei. Wir kommen vielleicht nochmal zurück. Season 3 oder 4 oder 5 oder 6, wie oft auch immer die TPL noch kommen wird. Kommt jetzt eigentlich noch, machen wir jetzt noch das Teamfazit Ich würde sagen, oder noch nochmal du relaxst ein Video? bisschen. Teamfazit können wir noch machen, oder? Ja, wir Jetzt? können noch ein bisschen reden, ja, Ja. klar. Also, muss sagen, dann nochmal über die Spieltage, um über die Spieltage zu gehen. Der Anfang war sehr schwer. Ja, der Anfang, wir waren kacke. Ja, wir waren scheiße Aber und das Matchup gegen Pion Dragisch ist das schlechteste Matchup, was es gibt. für uns, Holy shit, Alter. wir sind ehrlich, ne? Wir haben auch privat noch ein paar Matches gespielt mit Random Teams, mit Benny zusammen, ne? Holy, wir haben, also, die haben ein Team, welches einfach gegen uns glänzt, würde ich sagen. Ich und Benny Ja, haben auch also. mal nachträglich, paar Wochen später, mit unseren Teams aus dem ersten Spieltag gegeneinander gespielt und ich habe trotzdem nochmal 6-0 verloren. Also, das war halt für die ein Sieg auf dem Papier. Ja. Muss man sagen. Das war halt schrecklich. Okay, kann man nichts machen. Die anderen So, Spieltage dann, waren halt. danach, wir hatten, glaube ich, auch, hatten wir am zweiten Spieltag gegen Hexofit gespielt? Nein, Wir zweiter haben auch Spieltag. früh gegen Hexofit gespielt? Nein, zweiter Spieltag war der Kubuin-Crit gegen TJ. Ja. Das war besser. Der Dann war kam, besser, aber. glaube ich, Hexofit, oder? Es kam auf jeden Fall Hexe Thief, Mammoth, wir haben ein paar Niederlagen Ja. eingesteckt. Dann kam, glaube ich, wieder ein Ja, Sieg irgendwann. da, sagen wir es so, ich war sehr demoralisiert. Ich hatte zwar die
Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung auf die Playoffs aufgegeben. Ich wollte immer noch Spaß haben. Und dann aber kam, so. Und dann kam der Spieltag gegen Rot. Nicht mehr in. Ja. Dann kam der Spieltag gegen Rot und wir haben erstmal 5-0 gewonnen. Und da waren unsere Motivation wieder oben. Dann kam, ja, kam Spieltag Nummer 6 und 7, wo wir also, auch wieder ein bisschen schwächer waren. Dann, aber wir haben langsam gemerkt, wir werden besser. Ja, wir 6 und 7 haben wir uns besser gefühlt, auch wenn wir verloren haben, weil wir nicht krass ja hoch verloren haben. Ein 5er, 6er Bereich. Spaß dabei hatten zu verlieren. So. Und dann kam Spieltag 8 und, Spieltag 8 bin ich immer noch der Meinung, das ist der Spieltag, den wir bisher am besten gemacht haben. Spieltag 8 war unser 6-0, ne? Nur zur Info. Ja. Also Spieltag 8 war unser 6-0, wo wir uns einfach perfekt gepreppt haben. So. Und dann kam Spieltag 9. Die letzte Phase, wo wir, fand ich, ziemlich coole Sets gebracht haben. Die letzte Hälfte war geil. Ja. Das waren richtig geile Spieltage. Spieltag 9. Ob wir verloren oder gewonnen haben. Tutor Crit. Aber Spieltag 9 war halt für uns so nochmal so ein letzter Hoffnungsschimmer. Wir mussten dann halt die letzten zwei Spieltage gewinnen. Beziehungsweise, ja, dass wir 10 verloren haben, war nicht mal schlimm. Wir hätten diesen gewinnen müssen, wenn Memos verliert. Weil dann wären wir die einzigen, die jetzt noch da wären. War halt jetzt so ein bisschen, okay. Es war halt sehr viel Luck so von außen. Die hätten letzten Spieltag gewinnen müssen. Kudokus war unlucky. Nein. Sagen wir es so, jedenfalls das Ergebnis hätte besser sein müssen. Ja, auch das. 5-0 hätten wir eigentlich nicht verloren. Wir haben oder war es ein 4? Egal. Aber das Wichtigste ist einfach, wir haben Spieltag 9 gewonnen wegen Rihonia, weil Rihonia das beste Monos aus unserem Kader. Also, Rihonia hat zwar die letzten zwei Spieltage keine Kills mehr gemacht. Weil wir keine. Ja, es war trotzdem geil. Wir haben halt keine Assault Quest gespielt. Ja. Und wir haben auch wir sind ein bisschen sehr abgewichen von Assault West und Setup Kramor. Ja. Aber eigentlich auch. Ich hatte dann mehr Spaß ein bisschen beim Teambuilding. Ich finde es schade, dass wir auch nicht mehr unser physisch offensives Roserade mitnehmen konnten. Das war auch witzig. Ich hatte das auch mal. Wir hatten auch mal ein speziell offensives Roserade mit Sunny Day Weather Ball geplant. Gegen manche Teams so. Oder Rain Day Weather Ball. Ja. Aber dann kommen wir doch nochmal zum Team. So. Vulpix war das beste Mon. Offensichtlicherweise. Nein, also fangen wir oben an. Kramor war halt unser First Pick. So. Wir wollten es vor der Kramor Liga haben. Kramor ist ein cooles Mon. Wir haben uns schon, bevor wir gedraftet haben, entschieden, dass wir spielen wollen und hier ist es. Wir haben auch es bekommen. Das war sogar das Mon, wo wir mit am glücklichsten drüber waren. Es hat ziemlich Spaß gemacht, aber, okay, hätte es den 6-0 Sweep gegen Kubin bekommen, dann wäre es bestimmt noch ein bisschen höher bei uns gerankt, aber so jetzt halt nicht. Es war von den Mons, die wir bei uns gesehen mit am meisten geglänzt haben, so im Mittelfeld bis ein bisschen weiter runter noch. Also, es war halt gut. Namor hat ein krasses Vortex-Syndrom. Mhm. Also, man will immer 6-7 Attack spielen auf dem Ding. Ja. Und man kann es nicht, weil es nur 4 Attacks in Showdown, weil es nur 4 Attacks in Pokémon gibt. Total nervig. Wir gehen weiter zum anderen. Gib uns ein Item, was eine Attack-Spot mehr gibt. Let's go. Wir gehen weiter einfach zum nächsten S-Pick, nämlich, oh Gott. Rotomiet. War unser Second Pick direkt? Nee. Rotomiet haben wir spät gepickt. Nein. Ich habe nachgeguckt, aber das war unser Second Pick. Das war unser Second Pick? Wir wollten einen S-Mon haben. Wie kam Bundlebee war unser Second Pick, glaube ich. Nein, Bundlebee war Dritter. Bundlebee war Dritter nur. Also, egal. Wir wollten halt irgendeinen S-Mon haben. Alle S-Mons, die wir wollten, sind weg gewesen. Im A wollten wir dann noch einen Fire-Type picken, ist auch weg gewesen. Wir dachten uns einfach, Rotom Heat ist da, Rotom Heat ist, nehmen wir. Wir brauchten auch noch einen Electro-Type. Rotom Heat war gut. Also, ich mochte es. Also, noch diesen Spiel. Rotom Heat ist an sich ein ziemlich cooles Mon. Erstmal, holy shit, ist das im S teuer. Wir konnten es halt nicht zum Feld bringen. Irgendwie, aber es ist halt auch nicht so. Zero Aura ist so ein Mon, das so richtig man im S sieht. Oder so ein paar andere. Und irgendwie, Rotom Heat zählt ja nicht ganz rein, finde ich. Aber Rotom Form ist ja natürlich weird. Wir lieben Rotom Heat trotzdem. Und besonders diesen Spieler konnte es nochmal glänzen mit einem Kill of the Lizard zum Beispiel. Oder auf Kuchen aber Arasha. Trotzdem, letzten Endes
hat das irgendwie nie so richtig viel Work gemacht. Ich würde übrigens zu Lapras als letztes kommen. Warte, nee, mal, ich will noch ein bisschen mehr zu Rotom Heat reden. Ja. Also, ich glaube, Rotom Heat kann richtig geil sein, aber du brauchst ein gutes Team darum. Mhm. Und seien wir ehrlich, unser Team war ein bisschen garbage, also, Wir haben das Beste rausgeholt, glaube ich. Ja, haben wir. Also, wir sind über die Aegis gekommen. Und die hatten ein besseres Team als wir. Ja, das war auch die letzten Wochen schwer ein bisschen. Ja. Wir haben gegen Shuckle verloren. Ach Gott, komm, hör auf damit. Wir gehen weiter ins A erstmal. Nein! Doch. Wir gehen zu Lapras. Nein, Lapras ist das letzte Mal, weil wir es auch als letztes gedraftet haben. Ich möchte über Lapras ranten, bitte. Okay, ich fange an, aber. Wie kam wir zu Lapras? Giga Draft war da. Der wusste nicht, und Giga Draft war scheiße. Naja, Kritik an Ed Griffin, Full Front. Nein, es war nicht Kritik. Wir waren halt spät, so im unteren Mittelfeld. Ja. Und es gab einfach keine guten Gigas mehr. Es gab keine guten Gigas mehr, wir dachten uns einfach, ach, vielleicht brauchen wir irgendwann eine Veil, nehmen wir Lapras mit. Ja. Und ich bin ehrlich, war das beste Giga, was noch übrig war. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so unglücklich über Lapras gewesen. Ja. Es hat ein paar gute Momente. Ich glaube, den Moment, den ich am meisten in Erinnerung habe mit Lapras, war die 1v1-Situation gegen Bronxong. Und wir haben einfach verloren. Ja. Einfach insgesamt haben wir es mit Bronxong halt gut gespielt, aber ja. Das war cool. Ich mochte es, dass es ein paar Mal den Whale rausgeholt hat. Der hat uns ein paar Mal den Arsch gerettet. So, dass das Ding konnte halt länger drin bleiben, als es sollte. Ja, aber auch nicht so Lapras. Der Veil ist halt nur so richtig geil, wenn man auch Lightplay drauf spielen kann. Ja. Und das geht bei Lightplay halt nicht. Und wir wollten nicht Vulpix spielen. Nee. Außerdem kann man Vulpix nicht mit Lightplay spielen, weil es halt gewonnen-tippt wird. Egal. Und können wir dann merken, dass wir 3 Ice-Types haben? Ich find's immer noch geil. Ja. Anderes Thema. Das bessere Lapras jedoch ist rechts im A bei uns. Und ich würde erstmal kann ich sagen, unsere A's waren durch die Bank weg. Also ich persönlich finde, es waren die besten A's der Liga. Nein. Die haben das beste A der Liga. Ich finde es schon. Du liebst es einfach, weil es so viel Work gemacht hat. Ja. Also, Turtok. Einige Scheiße habe ich dieses Mono unterschätzt vor der Liga. Ja, habe ich auch. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen geilere Bulky Water Types, aber holy shit, Turtok ist richtig geil. Ausbruch kann man immer spielen, also Ausbruch hätte uns ja was diesen Spieltag gebracht. Und zum Beispiel letzte Woche war Turtok genial. Es hätte letzte Woche Hits getankt und dann mit Turrent ausgeteilt. Aber hat es nicht. Egal. Es hätte halt mit Turrent ausgeteilt. Ja. Naja. Es ist halt was gut. Soll man machen? Es ist defensiv super gut. Auch Electric Type Attacks tankt es eigentlich weg. Na? Ja. Es ist halt also, wenn du das auf Mumon preppst, dann respawn wir one ziemlich viel. Ja, einfach also vielleicht nicht Zera Aura, aber das meiste andere. Ja. Obwohl Zera Aura vielleicht, keine Ahnung, mit einem Sash. Ich meine, such mal einen Mon, das Stahlober auf plus 2 1v1. Yes, das so. Ding hätte Stahlober auf plus 2 1v1. Genauso wie es das Rapid Dash auf plus 2 1v1 hätte. Anderes Thema. Egal. Roserade, so, dann Roserade. War auch geil. Roserade hat cooles Set. Wir haben es, glaube ich, nicht oft genug. Ich glaube, es hätte manchmal bestimmt noch irgendwie coole Sachen gemacht. Mhm. Dann brauchten wir einfach manchmal irgendwie ein Zwiebel mehr. So. Aber das Ding ist defensiv halt überraschend geil. Wir hätten das mal mit AV mitnehmen sollen. Das wäre richtig geil. Mhm. Wir wollten aber halt auf dem Move, so, auf dem Ding sowas wie Aromatherapie haben wir mal gespielt, wir haben als Synthese gespielt, wir haben Steep Powder, Toxic, T-Spikes, Spikes, wir haben halt die Moves halt auf dem Ding abused. Ja, das ist halt echt ein geiles Moveset, so. Mhm. Jedenfalls was Support-Moves angeht. Und dazu die Fähigkeit, die nie einmal dann noch die Fähigkeit, die nicht einmal getriggert hat. Ja, danke Showdown. Vielen, vielen Dank. Ich will anmerken, 30% zum Trick. Echt? Alter. Poison Point. Ich hasse mein Leben. Aber ich glaube, das müssen physische Angriffe sein. Nee, ich glaube, es müssen Context-Moves sein. Aber trotzdem. Egal. Ist halt trotzdem kacke.
Wir haben auf dem Ding auch kreative Sachen gespielt, zum Beispiel Techniken mit physisch und Bullets, Ja. Skills. Weil wir krass sind. Und sagen wir es so, Bullet Seed hätte uns mal fast den Arsch gerettet, hätte es mehr als dreimal angegriffen. Ja. Gambin und So, so. dann kommen wir ins B. Ja, wir ignorieren ein bestimmtes Mon. Typ 0? Ah. Ja gut. Ah. Typ 0 war so. Es kam zweimal mit. Es kam dreimal Zweimal. mit. Es kam im ersten Spieltag mit und in den beiden Spieltagen, wo es sogar ganz nützlich war. Ja. Also, Es hat Typ gegen. 0 ist halt viel zu passiv. Typ 0 ist viel zu passiv. Ich fand es trotzdem geil, dass wir es gegen Brotlinsen haben lassen konnten. Ja, das war cool. Das war ziemlich cool. Es war sehr, sehr passiv, aber zum Beispiel das Set, was wir hatten, Flame Charge, Sleep Talk mit Toxic, war halt so. Es passte einfach perfekt. Wir haben ja ein ähnliches Set jetzt hier gespielt. Nur ohne Talk, Ja. ne? Ich mag das Set immer noch. Kann bitte einfach Return auf dem Ding zurückkommen, bitte. Ja, dann würde das Ja, Ding nochmal mit Mirrorwolf machen. das Ding braucht so dringend Return und irgendwie EQ. Gib dem Ding Return, EQ und keine Ahnung, Recover oder Wish. Digga, das Ding mit Wish. Apik. Ultra gut. Aber hat es nicht. Es ist scheiße passiv. Und du musst schon ziemlich für. Auch da willst du eigentlich mehr als 4 Attacks spielen. Aber es hat nicht mehr als 4 Attacks. Aha. Ja. So. Also, das könnte man vielleicht. Das hat doch kein Bodypress, oder? Nee, ich glaube nicht. Das Ding Iron Defense. Oh Mann, das ist so schade. Es war. Overall eine Enttäuschung, wir hätten da was Besseres schaffen können, aber jetzt haben wir es ausprobiert. Ja. Auch was Schönes. Sneebel. Flügel ist hart geil. Sneebel war super. Sneebel war einfach so ein Breaker, so ein schnelles Mon, was wir brauchten. Es war nicht besonders. Ja. Wir haben auch nichts Besonderes mit ihm angestellt. Ich habe das Cool. Besonderste war. Das Wir haben einfach Besonderste. Live Orb und 4 Tech gespielt. Das Besonderste war, glaube ich, der Scarf-Spieltag. Ja. Der hat nicht so gut geklappt, leider. Ja, leider. Wir hätten Sash spielen sollen. Ja, aber das Ja. war halt kein Display, Aber das ist halt. nach dem Spieltag waren wir aber ein bisschen offener mit Sash. Das fand ich mir auch aufgefallen. Ja. Wir haben aber darauf geachtet, dass wir mal einen Defog dabei haben, wenn wir Sash haben. Insgesamt wollte ich diesen Spieltag einen Defog haben, weil ich gesehen habe, oh Gott, nee. Bitte. Ja, also mein Leben. Und dann, Bro, Bunnelby war ja mal absolut nice. Ja, also Bunnelby, das war echt gut im B. Also im A wäre es nicht geil, so. Ja. Aber im B ist es echt gut. Also das ist richtig geil im B. Also der Quiver Dance ist halt. Man darf nicht vergessen, das Ding macht nicht viel Schaden. Außer mit Also, Specs. nee, auch mit Zwecks macht das nicht sonderlich viel Schaden. Jedoch, wenn Also, das man. kriegt die. Es kriegt halt keine safen One-Hits auf plus 1. Ich weiß. Man darf halt nicht vergessen, das hat nur 95 Spätzle-Attack. Jedoch, wenn man es halt gut spielt oder halt einfach nur Glück hat, Wenn dass man halt der. auf plus 2 ist, dann. Oder man einfach nur GG. Glück hat, dass der Gegner einfach rauswitcht, anstatt einen anzugreifen. Ja, auf Ja, dann plus. ist echt geil. Also, ich will das Ding. Bitte gebt dem Ding einfach Ränkeschmied. Oh mein Gott, ich will Bundlebeam mit Ränke. Schmied abusen. Danke. Ach Gott, ich mag Quiver Dance da doch mehr. Dann. Nee, Ränkeschmied wäre viel geiler. Ich mag den Speed bei Quiver Dance. Uwe braucht Bundlebeam Speed. Das heißt 124. Darf man uns outspeeden? Digga. Manchmal will man halt einfach. Ach Egal. komm, man spielt noch Agility drauf, geht schon. Ja, let's go, Double Dance. Ja. Und dem fehlt die HP Fire so sehr. Holy crap. Oder Earth Power, bundle me mit Earth Power, let's go. Egal. Bestes Moveset für Bundle, ich liebe dich. Willkommen zum besten Mon unseres Teams, Vulpix. Vulpix war eine Legende. Sie hat das Team moralisch unterstützt. Ja, wir hatten überlegt, Vulpix mitzunehmen.
Wäre dieser Spieltag nicht so wichtig gewesen? Ja. An alle, die noch einen C-Pick frei haben, weil sie es eh nicht mitnehmen, weil es useless war, nimmt einfach Vulpix. Vulpix ist... Also Vulpix unterstützt euer Team moralisch. Nicht physisch, sondern moralisch. Das werdet ihr nicht mitnehmen, aber ihr werdet dadurch gewinnen. Und vielleicht könnt ihr mal eine coole... Weil wir haben ja zwei von den drei Aurora Bell von unserem Team. Yay. Vielleicht findet ihr nur noch Luna. Ja. Vielleicht findet ihr eine Taktik, die wir nicht gefunden haben, die wirklich Wolf ist. Ja. Vielleicht habt ihr einfach ein besseres Team als wir. Oder vielleicht spielt ihr das Ding auch Piu mit einem scheiß Bären und mit Bart. Ach warte, das war Piu Dragisch. Übrigens, vorbeischauen, ne? Alle dann, Leute unten verlinkt. Dann, Minjask. Nicht vergessen, Jungs. Alle Leute, die eigentlich Videos machen, außer jetzt die Lazy, sind in den Playoffs. Das heißt, dort findet ihr deren Spieltage. Ja. Es gibt auch richtig geile Videos. Außer von Hexprofit. Die machen erstmal eine Woche Pause, glaube ich, oder? Nee, die haben ja nicht gespielt. Vielleicht macht auch Pion Dragisch eine Woche Pause. Die machen halt alle eine Woche Pause, weil nächste Woche nichts ist. Also, vielleicht macht einer von den beiden macht zwei Wochen Pause. Ah. Mit Spieltagen, weil der erste ja stimmt. Ein Spiel der erste aussetzt. Der erste Platz stimmt. Aber wer wahrscheinlich gar keine Woche Pause macht, obwohl jetzt eine Woche Pause ist, könnte vielleicht Psychedelic sein. Ich weiß nicht, ob die eine Kadervorstellung zum Redraft machen. Für nächste Woche. Das kann ich mir vorstellen. Wir sehen es ja. Wo kommen wir jetzt? Ah ja. Ich liebe Ninjas, weil Ninjas, weil das letzte Mal ist, dass wir Speedpass spielen dürfen. Ja. Aber Speedpass ist halt nicht mal so geil in unserem Team. Also, ich kann mir vorstellen, dass Ninjas in einem Team, das ist richtig abused, ultra krass ist. Aber was wollen wir mit Speedpass spielen? Wir haben es halt ein paar Mal probiert. Und es hat nicht funktioniert. Leider nicht. Also. Ja, aber es war eine schöne Option für einen Notfall. Das ist schon mal klar. Es war eine schöne Option. Wann können wir über mein Lieblings-Zemo-Pokémon reden? Ist noch da, Robin? Ich glaube, er ist weg. Nein. 95er Speed. Was? 800er Speed geben, danke. Aber. Robin, du bist bei mir cool. Robin, du warst bei mir weg. Worüber redest du gerade? Oh. Über Apollo. Achso, perfekt. Mein Lieblings-Dämon. Apollo, let's go. Ja. Das macht nicht viel Schaden. Das ist auch nicht schnell. Aber ein cooler Scarfer. Egal. Ah, das hat echt coole Gimmicky-Sets. Mhm. Also. Und. Empfehlen. Das hat drei Immunities. Ja! Das hat einfach drei Immunities. Das eine Normal, Fighting und Ground Immunity. Gengar hat das nicht. Gengar ist halt auch kacke. Hashtag Levitate for Gengar. Hashtag 200er Speed for Apollo. Danke. Und alle dann, in die Kommentare spammen. Und ja, jetzt kommen wir. Ich will eine kleine Geschichte erstmal erzählen, bevor wir zum letzten Mod kommen. Also, die Geschichte haben wir, glaube ich, nie richtig aufgegriffen. Aber es war der Tag. Alle wissen es eigentlich in unserem Video schon. Es war der Tag des Drafts. Und ihr müsst wissen, ich war während neben des Drafts. Ich hatte unseren Draftplan. Robin war mit seiner Familie draußen. Ich war beim Minecraft-Spielen. Mit einem Kumpel von uns, René, kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr meine Videos verfolgt. Das ist der Typ, mit dem ich Yu-Gi-Oh! Spiele. Übrigens will ich das auch nochmal neu machen, irgendwann bald wieder. Yu-Gi-Oh! Habe ich nicht vergessen, Leute. Schaut alle Yu-Gi-Oh! Videos, sind sehr geil. Die beiden sind wirklich legendär, die beiden Videos. Ja, was ich sagen wollte, es war der Draft. Wir kamen zu unserem A-Pick und unser A-Pick war halt eigentlich Grabbit. Das Ding, was jetzt die Boys von Pion Dragisch haben. Ja, Arschlöcher. Und wie es leben wollte, wurde uns das halt weggepickt. Und Robin war für eine Stunde nicht erreichbar. Ja, und weil mein Handy alle war. War sehr geil. Und ich hatte eine Alternative gefunden. Das war auf den ersten Blick Rihornio. Ich dachte mir, okay, es ist ein bisschen weniger Speed.
Der Angriff stimmt, wir haben eine physische Verteidigung, wir haben einen Ground-Type, einen Rock-Type. Der Angriff ist nicht so viel Grabbit. Ja. Ja, aber ich dachte mir halt nur so, wir haben einen Ground-Type, einen Rock-Type, könnten wir halt gebrauchen, ach komm, warum nicht? Nach 45 Minuten bis einer Stunde, wo ich auf ihn gewartet habe, habe ich es einfach gepickt. Ja. Seitdem war es die Missed unseres Teams. Und seitdem kam auch der legendäre Satz Hashtag fick dich Alexander vom Discord, als wir den Draft gemacht haben. ja, und dieses Mon stellt er sich als der physische absolute MVP. Der physische MVP unseres Teams raus. Der absolute MVP. Nein, moralische MVP ist ja immer noch Vulpix. Ja, okay. Aber der MVP unseres Teams. Es war. Oh mein Gott. Antonio. Ich liebe Rhyperia. So. Draft-Empfehlung. Also wenn ihr irgendwie. Also das Ding ist halt, es hat einen scheiß Spitz-Dev. Solltet ihr es ohne Assault West spielen. Einer rechnet mit Assault West. Pro-Tipp, niemand rechnet mit Assault West. Ich weiß nicht warum, aber niemand tut es. Assault West hat uns schon so oft den Arsch gerettet. Chandelure, Donarion, andere Mons. Kommt Energy Balls. Kommt Surf. Was wollt ihr machen? Assault West war halt immer so, wenn wir sehen, okay, die haben so Mons dabei, die keinen Step geben auf sowas, ne? Mhm. Können wir es eigentlich tanken? Oder halt nicht so stark sind. Oder wir es in einem Turn rausnehmen, wenn wir eine Attacke tanken. Dann spielen wir Rihonya mit der Southwest. Und ja. Wir hätten es auch die letzte Spieltag machen können. Wäre wahrscheinlich sogar ganz geil gewesen. Ja. Aber nee, die Rocks waren schon eigentlich ziemlich nah. Aber wir haben es halt jetzt anders gemacht. Aber Rihonya ist halt... Ja. Das Mon, wir haben ja sogar ein paar witzige Sets gespielt, aber insgesamt war es das Mon, wo ich mit am glücklichsten drüber war, dass ich es gepickt habe. Und ja. Und ich bin glücklich darüber, dass du es gepickt hast. Endlich. So, jetzt nochmal kurz Draft-Empfehlung. Rotom Heat, nur wenn ihr einen guten Core habt. Lapras, nein. Kramor irgendwie schon, wenn ihr... Kramor, wenn es reinpasst. Sagen wir es so, Kramor, wenn... Ja, für Kramer eigentlich, wenn es reinpasst. Wenn ihr keinen guten Steel-Type habt und euren Flying-Type im S nicht mögt, Grüße gehen raus an Brot, der ist zwar raus, aber ich wette, der hätte Kramer mit Grifelis ausgetauscht. Ja. Wenn nicht, kann auch sein, ne? Ich weiß halt nicht, wie deren Matchplan ist, so. Dann, Chuchok, mega der gute Bulky Water. Der vielseitige Bulky Water, finde ich auch. Ja. Roserade, auch super vielseitig. Also wir können euch und unseren... Echt schön. Wir können euch unseren Firewater Grasscore empfehlen, ja. Ja. Also, eigentlich nicht Rotom, aber... Egal. Wir können euch unseren R-Core empfehlen. Rhyperior, bestes Mon der Welt. First Pick. Ich sag's, wie es ist. Wenn ihr da guten Support drum habt... Kann das eine ganze Liga carryen, wie ja. Bei uns. Dann Bunnelby. Wenn ihr ist nice. Wenn ihr eine Fee braucht im B. Oder wenn alle Feen weg sind und ihr eine Fee im B habt, ja. Dann nehme ich. Ich bin ehrlich, wir wollten eigentlich Puffiness spielen, aber ich würde jetzt sogar Bunnelby vor Puffiness nehmen. Wir wollten halt eine ja, Tanky. Also, wir wollten halt eine Puffiness ist halt Falkkiller so. Ja, wir wollten halt eine Tanky-Fee haben uns dann aber halt für die Offensivere entschieden und ich bereue es nicht. Ich mag sie. Nee. Bunnelby hat ziemlich coole Sachen. Sneeble war... Sneeble? Holy fuck, Sneeble ist Godlike? Sneeble ist halt... Godlike im B. Ja. Typ 0 ist halt, wenn ihr es gut in Szene setzen könnt, macht es. Wenn nicht, lasst es. Vulpix nimmt ihr mit für moralische Sachen. Ninjas könnte man mitnehmen, falls Sweet Pass für euch passt und ihr einen C-Pick frei habt. Weil, ich bin ehrlich, die Liga kann... Die, bisher in den Playoffs ist es noch erlaubt. Go for it. Wenn ihr es braucht, ja. Macht es. Also not gonna lie. Und Apollo geht einfach... Wenn ihr einen krassen Speed-Quest-Score habt, dann und, ist die nicht nice. Und Apollo, ich bin ehrlich, meine größte Empfehlung geht raus. Ich finde mit, dass also mein Lieblings-C-Mon in jeder... Ist schon sehr gut im C. In jedem Test-Game, was wir hatten, bevor wir mit den Draft-Ligen angefangen haben, habe ich eigentlich immer Apollo gepickt. Robin weiß immer, dass in meinen Matchplänen irgendwie Apollo reingequetscht wurde, weil es ja. Immer reingepasst hat bei mir.
Und es hat auch diesmal reingepasst. Und ich war auch wieder diesmal glücklich mit dem Ding. Es ist mit einer der besten C-Mons meiner Meinung nach. Es gibt noch andere geile Mons wie Lepomentas. Auch das Rapidash war geil jetzt bei den Lazys, ne? Ja. Jolteon ist cool. Kubrin hat auch irgendwie geglänzen können. Arschloch. Ich merke gerade, dass die C-Picks uns weggecrittet haben. Ja. Ja, und insgesamt kann ich euch einfach nur Teile unseres Teams ans Herz legen. Wir haben alles lieb gewonnen irgendwie. Zumindest ich habe auch das Vulpix lieb gewonnen. Der Vulpix ist schon ganz cool. Nur Trash, aber egal. Moralisch top. Es war unser Meme-Pick, okay? Ich glaube, jetzt sind wir durch, oder? Wir sind durch, ja. Wir haben 20 Minuten jetzt über unser Team gelabert, Alter. Das wird geil zum Rendern. Heilige Scheiße, eine Stunde Video. Ja, come on, ich schneide kaum. Ich glaube eigentlich sogar, ich werde sogar gar nicht schneiden, ich werde nur die Sachen einblenden. Ja, ist gut. Wird jetzt mal ein bisschen länger. Dann, so, was sollt ihr tun? Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, teilen, einen Kommentar schreiben, vielleicht auch zwei andere Videos von Janna schauen. Die natürlich alle auch die gleichen Steps machen. Dann noch bei den anderen Teilnehmern vorbeischauen und natürlich wiederum alle Steps wiederholen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann auf die anderen Videos warten, die jetzt noch kommen mit uns beiden. Auf die nächste Season warten, die irgendwann nach dem zweiten DLC kommt. Oder vielleicht auch früher, man weiß. Der Starttermin ist noch nicht richtig fest. Ich bin noch nicht richtig festgelegt. Wir wollten halt erstmal warten, bis wir die ersten Season durch sind, dann planen wir halt das nächste. Freut euch Season 2 mit mir und TJ als Duo. Weiß jetzt nicht, ob TJ in den Videos mitmachen wird, aber die Videos werden kommen von mir zumindest. Das kann ich schon mal versprechen. Ich sag's euch so, TJ ist nicht so gut wie ich. TJ ist nicht so gut wie er, in den Videos mäßig. Und zweitens ist halt TJ so ein bisschen... Der möchte nicht so im der ist nicht so Internet präsent, sage ich mal. Deswegen weiß er auch noch nicht, ob er überhaupt bei den Videos mitmachen will. Deswegen ist immer noch in Planung, dass vielleicht, auch wenn wir in zwei verschiedenen Teams sind, ich und Robin trotzdem noch Videos machen. So. Ja, mal schauen. Weil vielleicht machen wir halt zwei Videos, einmal immer seinen Kampf kommentieren, einmal unseren und dann einmal ein Video zusammen, wo wir eine Aufnahme haben für beide Kanäle, wo wir dann halt. Wir gucken mal. Wo wir dann halt unseren Kampf gegeneinander kommentieren. Ja, auch noch kommen. Das würde ich gut. So. Ja. Ich glaube, das war's, oder? Euch erwarten die nächsten 4 Wochen dennoch Videos. Also. Ja. Ah ja, ich habe eine Sache vergessen. Bald kommen wieder Twitch-Streams von Janna. Ich weiß, also da folgen und siehst du schon. Und bald kommen nicht nur Twitch-Streams, sondern auch wenn Breath of the Wild jetzt ein bisschen delayed ist, sollte eigentlich diese Woche kommen, ich weiß. Es kommt auch noch. Ich hab's noch im Kopf. Alles gut. Ich hab nur keine Zeit zum Schneiden gerade zur Zeit. Und ich muss nochmal TJ schreiben, wie es bei ihm gerade läuft, deswegen. Aber ja, das kommt auch noch. Ja. Ich glaube, das war's, oder? Yes. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und auch da jetzt anfeuern. Ein tolles Publikum. Ja. Ich bedanke mich bei dir fürs Team, Robin. Ja. Und jetzt ist es nochmal emotional. Ich bedanke mich insgesamt auch nochmal bei Grippin und so, für das dabei, dass sie das hier alles organisiert haben, dass wir dabei sein durften. Also ich mache jetzt gerade ein paar Shoutouts. Danke an Benny, dass er uns dieses tolle Logo hier spontan noch gemacht hatte, weil es erstmal gezeichnet war, die eine Skizze hatten. Und er es dann uns so gefotoshoppt hat, mäßig. Danke an Tim, Tayati, dass du uns diese tollen Kader alle gemacht hast. Das ist übel schön. Immer noch einer der MVPs dadurch. Danke an so welche Leute wie Sammy und TJ, die uns mal ab und zu auch zugehört haben, wenn wir Probleme hatten bei Teambuildings. Und auch Benny. Ja, und auch Benny. Der hat uns oft mit Testkämpfen ausgeholfen. Mhm. Danny, absoluter MVP, so, Pion Dragisch, einfach abchecken. Super machen, machen sofort. Danke an alle restlichen Teilnehmer, die ihr so freundlich wart. Und für diese tolle Zeit. Ja,
Ich muss sagen, ich bereue nichts. Also die Kämpfe gingen immer glatt vorhanden. Manche Kämpfe waren etwas stressiger. Cool Pixie, weil dort zwei Leute im Urlaub waren. Brot, weil er einfach kein Zeitmanagement hat mit Lloyd. Andere Themen, alles egal. Wir sind durch. Weil wenn ich einfach geschrien habe während der Live-Aufnahme. Oder deine Schwester naja. Ins Zimmer kam und du dich deswegen aufs Klo verschanzen musstest. Wie auch immer. Wir sind jetzt, wir haben die 1-Stunden-Marke erreicht. Bis dann, tschüss. Ciao.